kommst jetzt mittlerweile mit der Bandscheibe. Mal sehen, ob man da was retten kann. Bitte, na? Wir kommen hier aus der Post. Ich habe sie auch schon mal gesehen im NDR mit der Lore. Ich bin kein Festlandsmensch. Ich fühle mich auf der Halli sau wohl. Soll ich erstmal die Post tun? Ja, das letzte Mal. Tschüss. Vielen Dank. Fide Post, so nennen sie ihn auf den vier Halligen, für die Hans-Friedrich Nissen die Post transportiert. Es ist Mitte April auf Langeneß. Seine letzte Saison beginnt, nach 37 Jahren. Bist ja selbstständig und musst alle Unkosten und das ganze Risiko selber tragen. Hast keinen Urlaub, kannst nicht krank werden, gar nichts. Musst immer für Ersatz sorgen. Und das war nicht immer einfach. Die Briefe fürs Festland hat ihm die Postbotin schon hingestellt. Und genau das ist Fide nicht, Beamter bei der Post. Der stolze Friese trägt lieber Blaumann. Naja, ich bin nicht bei der Post angestellt. Ich habe einen Werkvertrag mit der Post. Und deswegen steht mir keine Uniform zu. Nee. Fide Nissen von der Neuwarf ist selbstständiger Spediteur seit seinem ersten Tag im April 1977. Auf die Post ist er nicht gut zu sprechen. Als frisch gebackener Familienvater wäre Fide damals gerne fest eingestellt worden. An der Nordostspitze der Hallig, der kleine Lorenbahnhof. Viel Post ist heute nicht zu schleppen, dafür ein schwerer Touristenkoffer, ein beliebter Service. Erfahrene Halliggäste wissen ganz genau, wie groß und wie schwer so ein Postpaket sein darf. 31,5 Kilo. Dann ist Schluss, oder? Das reicht denn auch. Geht dann irgendwann ins Kreuz. Ich habe es jetzt mittlerweile mit der Bandscheibe und ich habe mir zum Ziel gesetzt, bis 1. Oktober noch durchzuhalten. 7. November habe ich Geburtstag und dann kann ich ins Krankenhaus und das Kreuz reparieren lassen. So ist mein Plan. Mit 65 will er mit dem Postjob aufhören. Andere Aufgaben warten. Als junger Mann ist Hans-Friedrich Nissen noch mit der Segellore über den Damm von Langeneß zum Festland gefahren. Bis Ende der 60er war das gang und gäbe, mit einer selbstgebauten Lore mitten durch die Nordsee. Heute ist er abhängig von einem 8 PS Rasenmähermotor. Ja, das war genau hier, wo wir jetzt sind. Da habe ich im Herbst die Post geholt und dann kam so ein starker Sturm, wo das Wasser über den Damm spritzte und der Motor blieb stehen. Und da gab es für mich nur eine Chance, zurückschieben nach Ulland. Und dann stand ich schon bis zu den Knien im Wasser und das war schon gefährlich. Die Hallig Oland liegt auf halbem Weg zum Festland. Traumberuf würde ich nicht sagen, ist ein schöner Beruf. Wenn die Vogelwelt wieder aufblüht, so im Frühling, April, Mai, finde ich die schönste Jahreszeit. Bei Niedrigwasser wie jetzt kann er mit seinem Postboot nicht fahren. Der 9 Kilometer lange Küstenschutzdamm ist dann die Nabelschnur zum Festland. Eine einzige Ausweichstelle gibt es auf der einspurigen Bahnstrecke. Deshalb heißt Verkehrsregel Nummer 1 hier: Wer zuerst kommt, hat Vorfahrt. Jetzt, wo die Arbeiter vom Damm sind, will jeder schnell mal rüber. Dann kommt das schon mal vor, dass man 3, 4 Loren treffen kann. Ja, das ist normal, da muss man mit leben. Okay.
Nach 50 Minuten ist Dagebüll auf dem nordfriesischen Festland erreicht. Mit Postbotin Anne Nansen hat Fiede sich vorher per Handy verabredet. Moin Anne, du kannst dir wohl umfahren. Ja, darf ich das? Der Umlicht ist ja genug. Ja, du hast morgen da. Mit Brötchen nach Haie, ne? Ja, hab ich keinen Brot. Die mit der Dore muss man wie lange erst mal reinschmieden, bitte. Gut. Wenig Pakete oder wäre das alles an Pakete? Das wäre alles an Pakete. Also Pflegelei. Ja. Ihr tägliches Treffen, ein Ritual seit 20 Jahren. Nee, der hat das immer eilig. Es muss immer schnell gehen. An dem Morgen will ich nichts, dann war das vielleicht so ähnlich. Ja? Ja, sind doch mit 3 Loks auf der Dame, dann werde ich noch nicht richtig tun. Gut. Wenn nichts anderes wird, war das so ähnlich wie heute. Ja. Jetzt mir noch bitte. Dann melde ich mich noch. Gut, Anne, komm gut lang. Ja. Tschüss. Keine 10 Minuten in Dagebüll, dann geht's schon wieder zurück zu Hallig. Aber erst mal den Gegenverkehr durchlassen. Auf Langeneß wartet schon Postbotin Liv Schladenhaufen. Ich glaube, die haben noch mehr Loks zu kriegen. Heute wird was los auf der Damen. Aber du fährst so wenig Post, Liv. Das ist schon alles. Ist alles. Ja. Morgen melde ich mich, ich weiß noch nichts. Okay. Kann sein, dass das genauso war. Okay. Gut, tschüss. 2 Rücken-OPs hat er schon hinter sich. Die nächste kommt, sobald er in Rente ist. Ich hab einfach ein rottes Kreuz. Sagt der Arzt, wieso denn erst im November? Ich sag, weil ich früher keine Zeit habe. Ja, das müssen Sie ja selber wissen, sagt er, wenn Sie so lange aushalten können. Sind dann eben die Spätfolgen, wenn man so will. Aber mal sehen, ob man da was retten kann. Fiede hat die Post gebracht. Der Rest ist nicht sein Job. Fürs Verteilen ist Liv zuständig. Allerdings eine andere Hallig muss er heute noch versorgen. Per Schiff am Nachmittag, wenn Hochwasser ist. Gröde. Uhr. Es hat aufgefrischt. Der kleine Hallighafen von Langeneß. Ein einziges Schiff liegt hier. Seine Störtebäcker. Der Südwest weht mittlerweile mit Windstärke 6. Das ist schon grenzwertig, aber der Pastor will gern nach Gröde heute. Und da wollte ich das auch nicht absagen. Das ist der Ostergottesdienst und den wollen wir nun nicht unbedingt gerade vermasseln. Nee, sonst ist 6 schon grenzwertig. Aber da kriegen wir wohin. Wird ein bisschen schaukeln, ne? In wessen Auftrag Fiede Nissen unterwegs ist, darauf weist nur ein vollkommen zerfledderter gelber Postwimpel hin. Das ist gezogen hier. Alle müssen sparen, glaube ich. Diese Flaggen sind eine Sonderanfertigung und da muss ich immer sehr behutsam mit umgehen. Hallo. Hallo, Matthias. Können wir deinen Rucksack reintun? Ja, bitte. Das ist ein bisschen feucht vielleicht. Ja. Pastor Krämer nutzt die Störtebäcker als Wassertaxi. Denn Fiede ist der Einzige, der zuverlässig fast jeden Tag in der Hallig-Welt unterwegs ist. Der Pastor hält große Stücke auf den Postschiffer. Nicht nur, weil Fiede lange Jahre Friedhofswärter und Totengräber auf Langeneß war. Fiede Nissen war ja auch Bürgermeister und ist jetzt ja auch noch in der Gemeindevertretung. Und ist auch sonst natürlich immer einer der Ansprechpartner. Für mich auch der Ansprechpartner für meine Lore und derjenige, der mich nach Gröde bringt. Und ja, klar. Morgen wollen Katja und
Post nach Havel. Ja, genau. Die kleine Störtebecker ist bereits sein viertes Schiff. Seine drei Enkelkinder sind als Glücksbringer immer mit dabei. Manchmal braucht man sowas auf See. Ja. Na, da bin ich mal in einen schweren Sturm gekommen, wie ich auf dem Weg nach Gröde war. Und auf dem Rückweg, da war auf Langeneß schon Land unter, da konnte ich gar nicht mehr anlegen. Und dann musste ich bei Dunkelheit nach Oland in den Schutzhafen ausweichen. Und das war schon ziemlich kritisch. Da hatten wir Windstärke 11. Und da war ich mir nicht sicher, ob mein Boot noch heil bleibt. Na, wenn wir starken Wind haben, dann ist die Einfahrt ziemlich schmal. Und da ist es gefährlich. Da hast du nur eine Chance. Wenn das nicht passt, dann liegst du mit dem Boot auf der Steinkante. Das ist immer die kritische Stelle da. Ne? Wenn ich mal erst hier drin liege, dann ist alles gut. Bis nachher, ja. Sollte Fiete mal große Pakete oder einen 31-Kilo-Koffer dabei haben, kommt ihn hier der Bürgermeister persönlich mit dem Trecker abholen. Normalerweise aber geht er zu Fuß. 5 Minuten bis zur sogenannten Posthilfsstelle von Monika Mommsen. Hallo Monika! Wie kommt ihr aus der Post? Jo, das ist gut. Dann können wir wenigstens Zeitung lesen. Ja, ne? Das klettert, die Glöcher sind aus der Eier. Okay. Ja, genau. Ja, beten Afghone und ein Klebekiss. Ja. Sonst alles gut? Sonst alles gut. Ja. Das ist die Hauptsorg, ne? Wir haben hier unser Friesenfest auf Sonntag. Ja. Schön, wie noch Ben Theodor spielen. Ja, wollte ich sagen. Wir sind ja ganz aufgeregt. Ja, da denke ich mir fast. Aber ja, das war schon gut geworden. Gut, dann wünsche ich dir ein frohes Ostern. Gut, tschüss. Er versorgt ja Gröde, Oland, Langeneß und Havel im Sommer auch mit der Post und teils auch mit Lebensmitteln. Und das ist schon ein ganz wichtiger Halligverbinder. Moin, ich gebe nichts. Ja, genau. Dann ist der Bluff für dich ganz gut, wenn du aufhörst in der Arzt. Du, ich bin auch nie giftig da unten. Kann ich nicht mehr. Ja. Nein, dann fällt ihn das auch nicht mehr so schwer. Ne? Ja. Moin. Moin, Fiete. Ach, nun muck jemand keinen Abstand. Ich habe vorhin etwas erzählt. Das haben wir drei der wichtigsten Personen aus dem Heiligleben gehabt. Den Herrn Pastor, den Herrn Bürgermeister und den Herrn Postschiffer hier. Siehst du, ist das denn nicht herrlich? Da habt ihr wieder mal ein Glück gehabt. Und sowas bietet nur die Vorsaison. Frohes Osterfest. Man sieht sich, Fiete, noch ein Jahr. Ne? Mein Boot werde ich behalten, ich werde ein bisschen Angelfahrten machen, mich um meine Gäste kümmern. Ich habe genug zu tun. Ich habe Sie auch schon mal gesehen im NDR mit der Lore. Gell, fahren Sie, fahren die Post aus. Ich mache das jetzt 37 Jahre und da ist man solche Auftritte gewöhnt. Ne? Kein Mal ein Foto, habe ich Sie schon mal im Fernsehen gesehen? Nee, das sind immer die gleichen Fragen. Sein erster großer Auftritt 1988 im Ersten bei Rudi Carrell. Und plötzlich sagt jemand, wir nennen das einfach ein Rudigramm. Rudi geht irgendwo hin und bringt ein Ständchen. Wir nennen das im Drehbuch dann Rudigramm. Für Fiedes Frau Hannelore und Sohn Thies ist klar, mit einem Schlag berühmt wurde Fiete nur wegen seiner Schlagfertigkeit im Hafen von Schlütziel. So, ich würde sagen, mal lange Ness und Moin, Fiete. Herr Carrell, das geht das aber nicht. Meine Güte, ich dachte schon mit einer Habel hier. Aber Sie haben keinen Herzschlag bekommen. Gut, ne? Ja. Ja. Abend sagt man Moin. Was sagt man nachts eigentlich hier? Oh, Moin sagt man auch ab und zu, ne? Oder sagt man gar nicht. Wenn guten man Abend geht auch schon mal bei uns, ne? Danach kamen viele Journalisten und Fernsehteams hier rüber in der Zeit. Da waren alle, nur BBC oder Japaner waren hier und das, man wurde schon bekannter, das ist klar. Fiedes Sohn war damals 10 Jahre alt. Heute ist Thies beim Küstenschutz beschäftigt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal Postschiffer werden wollte. Aber das ist bis heute auch so, ich fahre nicht gerne Boot, also ich habe ja kein eigenes Boot. Ich
habe zwar einen Bootsführerschein mal gemacht, aber bin seitdem auch nie wieder gefahren, glaube ich. Fischen tue ich nicht. Eigentlich passe ich hier ganz schlecht hin. Aber nee, Postschiffer kam nie in Frage. Auch Thies wohnt seit einigen Jahren wieder hier. Mit Frau und Kind auf der Neuwarf. Drei Generationen in einem Haus. Postschiffer ist ein Halbtagsjob, sagt Fiede. Damit sie wirtschaftlich zurechtkommen, vermietet er noch drei Ferienwohnungen, ist Landwirt und kümmert sich um die Notstromaggregate im Auftrag der Gemeinde. Als die Hallig ans Stromnetz angeschlossen wurde, 1954, war Hans-Friedrich Nissen gerade mal 5 Jahre alt. Seine Familie lebt seit 200 Jahren auf Langeneß. Hier sieht man meine Vorfahren, das ist mein Uropa. Von dem habe ich, glaube ich, auch viele Gene übernommen. Ich gehe gerne fischen, das war auch sein Hobby. Ich vermisse die alte Zeit. Wir haben nach der Sturmflut 62, wo wir das Wasser 1,10 Meter im Haus hatten, haben wir neu gebaut. Da gab es ja so ein Sanierungsprogramm, wo wir auch alle sehr dankbar für waren. Trotzdem habe ich geweint, wie das Haus abgerissen wurde. Ne? Da sind dann so viele Erinnerungen kaputt gegangen oder dem Haus dann abgerissen, wenn du so willst. Also das hat sich schon sehr verändert. Ne? Heute sollen sie kommen mit der ersten Fähre. 9 von insgesamt 18 Kühen, die Fiede gehören. Den Winter über sind sie auf dem Festland, da ist es sicherer bei Sturmfluten. Hier am Fähranleger ist Fiedes Stammplatz. Bürgermeister war ich bis vor einem Jahr und Rentner bin ich noch nicht ganz, aber ich sitze hier trotzdem gerne. Freue mich eigentlich drauf, muss ich sagen. Ich bin gesundheitlich nicht mehr so gut drauf und dann kann man auch ruhig mal ein bisschen langsamer. Früher hat Fiede noch selbst gemolken und die Milch verkauft. Heute holt er im Frühjahr trächtige Kühe vom Festland und verkauft im Herbst die Kälber. Man muss viele Standbeine haben, um hier lang zu kommen. Ne? Die Landwirtschaft brauchen wir auch. Wir müssen unsere Ländereien auch bewirtschaften. Ein bisschen Spaß ist auch noch dabei. Oh, nun müssen wir ein bisschen zur Seite gehen. Ja, gut, nun komm an. Und jetzt sollen Sie sich erstmal wieder an die Halligluft gewöhnen. Das sind ja unsere eigenen Kühe, die kennen sich hier aus. Die kennen uns, die kennen die Weide. Also, die laufen noch so ein bisschen unrund, sag ich mal, weil sie den ganzen Winter auf dem Stall gestanden haben. Ich habe keine Sehnsucht gehabt zum Festland. Nee, ich war gezwungenermaßen in der Lehre am Festland und habe meinen Wehrdienst da gemacht und dann war aber Schluss. Dann schnell wieder nach Hause. Ich bin kein Festlandsmensch, ich fühle mich auf der Halli sau wohl. Hier bin ich zu Hus. 14 Tage Urlaub reichen mir vollkommen, dann habe ich auch schon wieder Heimweh. Feierabend für den Landwirt Fiede Nissen. Jetzt ist er als Mitglied der Laienspielgruppe Hallien gefordert. Wo ist denn unser Stall hin? Du bist schon weg. Aber du, ja, so. In dieser Saison steht die plattdeutsche Komödie Verdächtig unschuldig auf dem Spielplan. Den Schuh vielleicht? Der liegt in den Schuh. Erstmal bringt der Spaß, dass man sich immer trocken da hat, so zweimal in der Woche oder je nachdem, wie oft wir dann üben. Da haben wir mal Hut kommt und Sofa. Um und mehr trinken, um beim Schnack. Ja, und dann hat man dann auch mal das plattische Sprockwetter plägen da. Einfach Ohrringe oder so von ihm. Seine Nachfolgerin, die Hallig-Bürgermeisterin, spielt mit. Und sein Sohn Thies. Du kommst doch um 7:30 gut, oder nicht? Ja, ich komm, das ist hier dein Erste, werden Karin und Marie. Von Bühne und Rampenlicht hält Hannelore Nissen nichts. Sie ist zu Flöße, ob platt, Toe-Pusterin. Start! Blaser ist mein Name. Ist der Herr Steger da? Ja. Kann ich irgendwo springen? Nee, der schleppt schon. Was? Um 7:30?
Die Premiere beim Friesenfest ist traditioneller Saisonbeginn. Die ersten Touristen kommen. Der Text muss sitzen. Ich glaube, ich noch nicht von so einem Schnörsel mein Flug wegnehmen. Nee, aber. Wenn Sie unbedingt einen Skandal in der Familie haben wollen. Mietweg. Ja. So vertieft probe ich mich. Ja, das ist schon gut. Der war ja mittelprächtig. Ja, mittelprächtig. Wenn ich nicht was sag und bloß was anders sag, dann musst du nicht die ganze Konvert zurückdrehen. Dann kannst du ruhig noch. Nee. Bock immer wohl noch. Naja. Hallo? Wir üben noch ein bisschen. So ganz klappt das noch nicht so. Kriegen wir das. 5 Monate später. Der Rücken wird nicht besser. Es ist Ende September. Fides letzte Saison geht zu Ende. Die Post hat einen nagelneuen Wimpel spendiert für den bundesweit einzigen Postschiffer. Ich wollte auf Gröde einen ausgeben, weil das mein vorletzter Tag ist und ich dann ab Mittwoch in Ruhestand bin. Und heute habe ich noch ein bisschen Zeit und Ruhe. Wetter ist noch gut. Wollte ich mich bei den Grödern bedanken und verabschieden und noch ein Bier ausgeben. Sogar Hannelore kommt heute mit. Sonst kümmert sie sich um die Ferienwohnungen. Ein ganz besonderer Tag. Und das Wetter hält sich auch noch in Grenzen. Also es ist noch relativ guten Spätsommer. Dann sind die Touren auch nicht mehr so hart. Und den letzten Tag, den werde ich auch wohl noch schaffen. Kein Vergleich zum Geschaukel im April. Das Wetter meint es gut. Das Empfangskomitee um Bürgermeister Volker Mommsen steht bereit im Hafen von Gröde. Hallo, Volker! Ach Mensch, mit Wehmut ist oder wie? Ja. Das letzte Mal oder das vorletzte Mal vielleicht ein Lied annehmen. Soll ich erstmal den Post tuschen? Ach, Mensch, ja. Das konnte nämlich mal lernen. Ja, das ist ja. Nee. Das letzte Mal, dass ich die Postkiste abnehme. Morgen bin ich nämlich hier. Ach. Ja, doch nie weg. Aber du hast auch dein Haus- und Hochpostschiff nicht mehr dabei. Denn, ne? Ach, Lore. Das ist kein Post. Typo, das ist 9 Gröder sind gekommen. Die ganze Hallig ist versammelt. Ja, ich will einmal kicken. Du musst mal noch in Rente und dann langt er doch mal. Dann braucht er mir noch eine Notschlacht, wenn er gar nicht mehr weg will. Aber wie gesagt, die Krankheit hält mich doch schon bei, mir zu sagen, hol ab, das langt. Denk auch mal an die. Und wie gesagt, ich will ja auch in Krankenhaus und mein Kreuz reparieren lassen. Und das kriege ich auch irgendwie hin. Wir haben uns ja ab und zu auf Fastland sehen, wie verschiedene Versammlungen und Routinen als Bürgermeister. Und der Spruch, der war mir auch gefällt. Volker, denkst du an eine Post? Und ich denke den ganzen Tag an nichts anderes mehr. Ja. Dann hätte er den vergessen. Und dann habe ich den trotzdem noch vergessen, wie heil, jo. Also bitte, in diesem Sinne. Ja, ganz vielen Dank. Einen Tag später, Dienstag, der 30. September, das letzte Mal die Post holen vom Festland. Also man schauen, ob abkriegen, ne? Nee, den nicht. Nee, den kannst du ruhig festmachen, das ist egal. Die 2 Wolle. Moin! Moin! Opa! Moin! Oh, das ist nun mal sündig, vorhin mit dir gar nicht ganz früher. Deswegen haben wir hier 2, dann kannst du vielleicht einen umtüdeln. Super, gute Idee. Fides Tochter Kerstin, ihr Mann und 2 Enkelkinder sind gekommen. Mal die Programmierung schon holen? Ja. Die haben wir alle frei. Das war gar unnutzt, oder? Ja, klar. Ihm tut es bestimmt gut, ja. Das glaube ich. Er macht einen etwas entspannten Eindruck, muss ich sagen. Vielen Dank für alles. Ja, da nicht für. Eine schöne Zeit. Okay. Wer dann auch kennt. Wer dann.
Postbotin Anne, ihre Vorgänger, Fides Tochter, alle sind gekommen. Nur das Wetter spielt nicht so richtig mit. Ich hätte mir den letzten Tag schon ein bisschen schöner gewünscht. Ein bisschen mit Sonne und so, ne? Aber kann man sich halt nicht wünschen. Das ist dann mal so. Auf Oland wartet die zweite Überraschung. Sanft falle Regen auf deine Lore und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Hab unterm Po ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot. Dankeschön. Das wünschen ganz wir dir. Ganz vielen Dank. Ja. Nochmal für dich. Sei den so little Bänden und hart. Ne? Vielen Dank. Ja, das geht dann doch so ein bisschen ans Herz und dann wird man ein bisschen sentimental, denke ich mal. Und dann kommt ein bisschen Feuchtigkeit in die Augen. Das gehört wohl dazu, denke ich mal. Kurz vor dem Ziel eine Baustelle. Fide muss die gesamte Post auf eine andere Lore umpacken. Hindernisfahrt in den Ruhestand. Die Gelande, die die Kinder jetzt so schick gemacht haben, die muss ich jetzt hier umbinden, damit sie auch mit nach Langeneß kommt. Sonst hätte sie ja nur wenig Wirkung gezeigt. Letzte Tour, ja. Danke. Ja, ich musste hier nach Buden umweichen mit zwei Loren. Das wird umständlich. Großer Bahnhof für Fide. Morgen tritt sein Nachfolger den Dienst an. Vielen Dank, Fide. Besser kommt lieber. Das freut mich zu hören. In 6 Wochen, gleich nach seinem 65. Geburtstag, ist Hans Friedrich Nissens Rückenoperation. Fides großer Traum, einmal übern Damm zur Nachbarhallig Oland segeln. Seilen, sagt der Postschiffer im Ruhestand. Ja. Warum nicht? Oh, wir wollen Seil hören, Oland. Gut, das habe ich auch morgen gehockt, das war ich auch morgen, wenn ich mehr Tiet habe. Dann seilen wir mal ein Stück. Wenn günstiger Wind ist, dann bringt Spaß. Dann geht doch noch mal los. Dann holen wir den Fernsehen, wollen nicht? Nee, dann machen wir ohne Fernsehen. Wir haben einen langen Eigenmaster sein. Ja, gut. Wir haben einen langen Eigenmaster. Viel breiter werden, denke ich, wird sie auch nicht mehr. Na, warte mal ab, du. Das ist echt zu schön, ne? Ja.